Ist am Morgen um 6:30 Uhr. Bright Angel Trail. Bin ich gerade gestartet. Viertelstunde später, die Sonne ist unterwegs. So, das erste Zwischenziel. Aha. Knapp eine halbe Stunde hatte ich bis hierher. Und hier bin ich gekommen. Und oben sind wahrscheinlich die Aussichtspunkte. So, jetzt bin ich gerade eine Stunde unterwegs. Es geht flüssig, dank dem Schatten, weicher Boden. Jetzt bin ich dann schon an der ersten Ebene unten da. So, jetzt bin ich unten. Und jetzt, sagt Vernunft, dass ich jetzt etwas essen muss. Jetzt haben wir dann gerade 7:45 Uhr. Aussichtspunkte hier oben. Da ist einer. Auf dem war ich vielleicht zugegen gewesen. Da oben rein bin ich gekommen. Das meiste Gewicht ist Wasser. Und hier amerikanisches Sandwich. Ja, mal schauen, wie das ist, weil gestern die Nacht war also nicht so gut gewesen. Gut. Mächtige. Mächtige Weide. Quell. Indian Garden.
5:08. Jetzt geht's abwärts. Alte Bäume hat's da. Indian Garden. Verlohne ich jetzt. 5 Meilen. Gängs abwärts bis zu der Phantom Ranch. Und das mache ich jetzt. Also lang im Schatten die Alpen, dann geht es gut. Aufstieg sehen wir dann. Ja, zünftig heil. Lustige Ohren hast du. Du hörst gut. Ja, nicht schlecht. Ja, jetzt denn. Heißt denn? Stimme wechseln. Das ist der grüne Teil, den ich gesehen habe von oben. Zuerst mal voll in der Sonne heute Morgen. Das ist der Bach, der Indian Garden, der hier hinten reinkommt. Und dem. Nicht schlecht. 2-3 Viertelstunden.
Ist der Weg hoch zur Phantom Ranch. Deine Brücke. Oberlauf geregnet haben oder Schneeschmelze. Hier oben bin ich gesehen, dem Aussichtspunkt. Jetzt will ich einen Bach haben. Ich kann mir vorstellen, dass ich den Muskelkater habe heute Abend. In 5 Stunden würde ich jetzt aufwärts jumpen. Sehr weit. Andere Brücke. Das Wasser ist kalt. Thank you.
etwa 10 Minuten starte ich wieder Ruhe. Jetzt haben wir 20 vor 11. Es ist dann wirklich ein langer Aufstieg. Ich habe genug Reserve zum Ruhe gehen. Etwas ist scheiße da. Multierscheiße. Oh, muss vorbei. Vorne ist der Aussichtspunkt. Und unten ist der Weg links, wo ich oben bin. Und das ist das Seitental.
Wo ist, glaube ich, die Station? Zwischenstation. Vorne bin ich vorher gsi. Sonne. Schatten. Nächstens habe ich, glaube ich, die erste Stufe. Ich finde die Sonnenbrille nicht. Aber es geht. Jetzt sind wir hier runter. Das ist Aussicht. Hinten verbirgt sich eine tiefe Schlucht. Hinter dieser WC-Hütte habe ich vor einer Viertelstunde Mittagspause gemacht. Bei der Uhr geschalpert. Das war bis jetzt der heißeste Aufstieg hier. Die pralle Sonne. Ah. Und es geht weiter. Ja. Und hier oben habe ich wieder einen Pass. Ah, schau da vorne ein bisschen Schatten. Herrlich. Da bin ich hochgekommen. Ein Krampf. Und? So drüber. Ruhe. Und? Jetzt sehe ich hier einen. Aha. Muss ich schauen. Da. Indian Garden. Hier noch sieht man den Weg, dort bin ich ein. Das ist mein Weg. Mit morgen ein bin. Ah. Alles weit.
hintersten Felswand. Unten dran bin ich ein. Das ist das, was man in der Morgensonne sieht, das Band. Langsam nach, aber immer noch weit. Bin gut ausgerüstet. Jetzt habe ich dann bald einmal zwei Drittel. Herrlich. Es windet. Der Wüste ist schön der Morgen. Der Abend und der Schatten. Der Schatten, der ist da. Also. Jetzt bin ich da hinten bin ich gestartet. Phantom Ranch. Suspension Bridge, dann alles die Zickzack darauf, Tip-Off, das ist dort, wo das WC-Häuschen war. Da hinten der hohe steile Aufstieg und jetzt bin ich da ungefähr south, links von dem Ort. Nein, wohl, zwischen south und Trail. Jetzt geht es dann da hinten um den O'Neill Butte. Das wäre der. Ich rolle hier und dann geht alles dort hinein. Hier. Bin ich hochgekommen. Ah, und hier. Da oben. Hinein durch. Alles hoch. Skeleton Point. Da habe ich Pause gemacht. In dem selben Stein in der Mitte. Und bin jetzt da durchgejobbt. So, das Tempo wird langsamer. Ich merke, es fange dabei. Oben geht der Weg dann durch. Irgendwo habe ich Leute gesehen. Ah, da oben geht's. Der Endspurt haben wir da an der Sonne. Und dann halt. Endspurt. Und wir hier den Zickzack da oben. Es windet.
zu, da stückt es. Ein bisschen Krise kam. Übersäuerte Oberschenkel. Also, Zusammenfassung, es war halt so an der Limite. Also im Hochsommer hätte ich es nicht gemacht. Deswegen habe ich eigentlich gerade den Umkehr gemacht, der eigentlich empfohlen wird, den strengen Teil am Schluss. Aber eben, eigentlich gerne mal nicht planen kann heute. Ganz heiz gut, jetzt hat es sich einfach dagegen. So geht es halt manchmal. Und jetzt geht es zurück.